Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier und willkommen zu einer weiteren Abonnenten-Challenge. Heute habe ich die Challenge von dem Lukas genommen, die heißt blub. Ich darf zweimal in die Kiste gehen, zwei Perks von Maschinen kaufen, keine Wiederbelebung. Und alles andere ist erlaubt, Packerpunch, Dampfschleuder bauen und so weiter. Also, werden wir mal loslegen. Ihr könnt ja mal die Runde tippen, wie weit ich denn komme damit. Hier ist übrigens buried ist das Ganze, falls ihr das noch nicht erwähnt habt. Jetzt glaube ich, ist das erste Match seit einer Woche. Oder ich glaube sogar etwas über seit einer Woche. Da ich halt im Urlaub war. An der Ostsee. Und gibt bestimmt schon wieder irgendwelche Tricks, die ich noch nicht kenne auf der Map. Aber naja, werden wir hier trotzdem versuchen, das Beste zu machen aus der Situation. Ich werde jetzt am Anfang erstmal hier Leroy freisetzen und danach mich zu diesen Kreide-Dingern begeben. Und somit schön Punkte scheffeln in der ersten Runde. Oder in den ersten paar Runden. Und ich glaube, die Galvanackels werde ich dann mal holen. Oder? Ich mach mal hier hinten schon mal auf. So, hier. Boink. Jetzt hier lang. Hier nach unten. Und die Galvanackels holen wir uns schon mal. Jetzt bringe ich die erstmal zum Gefängnis hin. Und zwar hier unten hin. Max Ammo haben wir voll gebraucht. So, jetzt werde ich auch hier direkt den Saloon aufkaufen. Wo haben wir denn hier den Alkohol? Ach, wir müssen erstmal Strom aktivieren, stimmt ja. Voll vergessen! Strom! Gib mir die Power! So, wo spawnst du? Wo spawnst du? Kommen die noch? Hallo? Guck ich mal da hinten. Im Gefängnis nochmal. Ja, da ist noch was. Hätte ich mir auch sparen können. Mit dem Saloon. Ich glaube, ich werde ihn erstmal das Ding mit der Kreide zerstören lassen. Komm her, komm schneller. Das könnte knapp werden. Ich glaube, ich gehe zur Vorsicht. Lieber mal hier hin. Ja, Kevin. Doch, bitte treff. Bitte treff, bitte treff, bitte treff, bitte treff. Oh. Ja. Desto weiter der Weg ist, desto mehr Punkte bekommt er nämlich fürs Zerstören. Ach, die Waffen sind eigentlich egal, welche ich nehme. Bauen wir die jetzt mal schnell an. Und... Ich hole mal schnell den Alkohol. Außerdem kommen hier keine Zombies gerade. Das ist sehr, sehr, sehr nicht von Vorteil. Ah, da kommt einer. Oh, folgt mir. Ich gehe mal zur Vorsicht hier hin, dass ich auch hundertprozentig treffe. Oder? Ah, ich versuch's einfach mal. Oh, bitte treff jetzt, bitte treff, bitte treff. Das ist ein bisschen weit. Ja, den schafft er, den kriegt er, den kriegt er, den kriegt er. Ja. So. Noch 2000, dann kann ich die Galvanackels holen. Ich glaube, ich baue schon mal die
Trample Steam. Und waren nochmal die Teile? Hier. Das wäre natürlich jetzt nicht so von Vorteil, wenn ich jetzt am Verrecken wäre. Wiederbelebung haben wir nämlich nicht. Boah, eins und Doppelschlag und ich bin tot. Komm her. Nochmal nachladen? Kaboom! Ich kaufe einfach hier oben den Weg frei. Kann ich schon mal wieder einen Teil anbringen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach sofort zu Juggernaut rennen. Na, schnell hier hoch. Schnell da hoch. Schnell anbauen. Schnell. Hier lang. Hups. Hop. Jetzt muss ich nur noch auf diese 6000 hoch. Dann bin ich erstmal versorgt mit Waffen. Fuck. Ah, shit. Ach, ich muss einfach hier runter. Auch wenn ich jetzt das wieder aufkaufen muss und so weiter und so fort. Besser als zu verrecken. Schnell das hier holen. Schon mal den Alkohol mitnehmen. Ach, das war ein Pfeiler, der mich geblockt hat. Hat voll konzentriert. So viele Zombies. Doppelte Punkte. Komm her, schnell, aber schneller als Leroy, bitte. Soll Leroy schneller sein? Dann folg mir mal. Autsch. Komm, hopp, schneller. Du musst ein bisschen weiter hier hinkommen. In die Ecke. Komm. Peng. So. Knapp 1000 nur noch. Sollte die Zeit nochmal nutzen, um die nächsten Teile anzubauen. Mal hier hin. So. Jetzt noch das andere Teil anbauen. Danach zu Sleight of Hand oder Speed Cola, wie es auch immer genannt werden möchte. Und da bauen wir wieder eine Waffe an die Wand an. Somit haben wir danach 6000 und ich kann mir die Galvan Knuckles holen. So, Triple Steam ist gebaut. Ist doch schon mal sehr, sehr gut. Schnappen uns irgendeine Waffe. Und ab geht's. Auch eine Frage, die ich noch oft bekomme, ist, was wegen Livestream? Wann ich dann wieder Livestreamer?
Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe oftmals gar nicht so Lust, abends zu zocken. Am besten dann auf Facebook folgen oder falls es Deutsche mit einem Twitter-Account gibt, Twitter, weil da wird das automatisch gepostet, wenn ich live gehe. Und auf Facebook poste ich das auch immer. Und ja, am besten natürlich auch auf Twitch folgen. Alles ist in der Beschreibung drin, was man wissen sollte. Ups. Ach, haben wir die schon mal? Sel, Galvan Knuckles. Jetzt warte ich noch auf die letzten Zombies. Und jetzt kann ich ja schon mal die Trample Steam mitnehmen. Da habe ich einen. Ah, da habe ich ihn gehört. Komm her. So, jetzt warten wir noch schnell auf den Alkohol. Ja, perfekt. Als ich mich umdrehen wollte, spawnt er da. So, Leroy. Däh. Komm. Lass ihn mal prügeln, dass er mitkommt. Ob ich den hier treffe? Ja, er muss weiter hier mit hinkommen. Komm weiter hier hin. Nur ein Tick. Oh, bitte treff jetzt. Noch immer diese Nukes. Ich merke sie nicht. Der trifft, oder? Ja. Der hat getroffen. Jetzt muss ich noch schnell an die Kiste. Und danach kann ich eigentlich ins Haus rein, weil wir dürfen nur zwei Perks kaufen. Es wurde ja nichts davon gesagt, dass wir also zwei von den Maschinen kaufen sogar, oder? Ja, von den Maschinen. Sprich, wenn ich jetzt die. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt die. Wie heißt es? Dieses Schussmesser. Halleluja! Ups. Nicht weit. Nicht weit genug. Ich warte erstmal wieder auf den Alkohol ab. Auf jeden Fall können wir jetzt noch durch das Haus ein Perk bekommen. Hätten wir die. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ballistikmesser. Hätten wir das Ballistikmesser bekommen, dann hätten wir einfach hier hingehen müssen, zu dieser Linie, einmal raufschießen müssen, Bullseye treffen müssen. Und dann hätten wir unten im Haus, in dieser Geistervilla, noch für 10 Punkte einen Perk bekommen. Aber naja, dann halt nicht. Geht doch. Komm. Und rein da mit dir. Oh. Ein bisschen viel auf dem Haufen. Schieß mal ein bisschen rein. Soll ich immer noch ein Perk vorher kaufen? Aber erstmal genug Punkte haben. Ah, ich glaube, ich muss zuerst.